So, das Video ist, wenn man es mal genau nimmt, lange überfällig und heute werden wir sowas hier durch sowas hier austauschen. Das heißt, wir werden eine Grafikkarte, und zwar eine Gainboard GTX 770 zu dem hier umbauen. Schön mit einem Wasserkühler, damit wir das Ganze unter Wasser setzen können. Und bevor ich jetzt so viel rumlaber, hier ist das Video, wie baue ich eine Grafikkarte auf einen Wasserkühler um. Viel Spaß! Was ihr in der Regel braucht, ist eigentlich nur eine Schere zum Zuschneiden der Wärmepads und einen Kreuzschlitzschraubendreher, der möglichst klein sein sollte. Als erstes entfernen wir im Prinzip alle Schrauben, die ihr auf der Karte sehen könnt. Die Reihenfolge ist dabei relativ egal. Die meisten Karten haben nur auf der Rückseite Schrauben, was es sehr einfach macht. Aber auch an der Blende sind manchmal Schrauben und die müssen dann halt in dem Fall auch raus. Die Schrauben neben den DVI-Anschlüssen, in denen die Kabel verschraubt werden für den Monitor, die bleiben jedoch so, wie sie sind. Hebt die Schrauben alle gut auf, denn irgendwann könnte der Punkt kommen, dass ihr die Karte verkaufen wollt. Und dann braucht ihr in der Regel den Originalkühler oder ihr upgradet und wollt die Karte vielleicht in ein anderes System packen, wo nur eine Luftkühlung drin ist. Wenn alle Schrauben entfernt sind, wird es den Kühler vom PCB zu lösen. Das kann dann mal etwas schwierig sein, weil die Wärmepads leicht kleben können. Versucht hier aber trotzdem keine Gewalt anzuwenden oder das PCB zu biegen. Reißt das Ganze aber nicht einfach auseinander, sondern löst den Kühler nur ganz leicht und schaut, ob irgendwo ein Kabel drin ist, das mit dem PCB verbunden ist für die Lüfter des Luftkühlers. Klappt den Kühler dann so weg, dass es keinen Zug auf das Kabel gibt und steckt es dann aus und dann wäre der Kühler auch schon von der Karte und dann seht ihr auch, wie klein denn so eine Grafikkarte eigentlich ist, beziehungsweise die GPU an sich eigentlich. Bevor wir jetzt hier weitermachen können, müssen wir als allererstes alle Wärmepads entfernen. Nutzt diese Pads bitte nicht für den Wasserblock, da diese beim Kühler dabei sind und unter Umständen eine andere Dicke haben. Auch die GPU muss von der Wärmeleitpaste befreit werden und verwendet dazu am besten Alkohol. Danach wird es Zeit, die Wärmepads sowie in der Anleitung eures Kühlers aufzulegen und gegebenenfalls zurechtzuschneiden. Wichtig hier nochmal, dass es je nach Karte völlig unterschiedlich sein kann, wie das Ganze gemacht werden muss. Es kann also völlig anders aussehen bei euch als bei mir. Beachtet aber bitte bei den Wärmepads, dass diese auf beiden Seiten immer eine Schutzfolie haben, die unbedingt entfernt werden muss. Das solltet ihr auf jeden Fall immer doppelt checken. Manche von euch werden jetzt sagen, kann ich denn nicht Wärmeleitpaste verwenden? Und ich habe auch schon so manches Video gesehen, wo bei den Spannungswandern und den Speicherchips Wärmeleitpaste anstatt den Wärmepads verwendet wurde. Ich halte das für absoluten Bullshit. Erstens verschmiert euch die ganze Karte und es wird ein Albtraum zum Reinigen. Und zweitens sind die Kühler so konzipiert, dass sie vom Design her eine gewisse Dicke zwischen dem zu kühlenden Objekt und dem Kühler voraussetzen. Und wenn dieser Abstand nicht stimmt, kann es sein, dass zum Beispiel kein Kontakt da ist oder die Wärmeleitpaste zu dick ist und dann kann sie nicht mehr richtig funktionieren und im schlimmsten Fall kann ein Druck auf die GPU ausgeübt werden, der zu groß ist und das Ganze dann kaputt gehen. Also macht so, wie in der Anleitung steht, das hat schon seinen Sinn. Danach kommt die Wärmeleitpaste auf die GPU, einfach einen kleinen Punkt in die Mitte der GPU und dann zum Beispiel mit einer EC-Karte gleichmäßig verteilen. Danach wird der Kühler auch schon aufgesetzt. Achtet hier drauf, dass der Kühler sehr genau auf die Karte drauf kommt. Sollte ihr den Kühler leicht versetzt aufgeschraubt haben, verschiebt ihn nicht, sondern hebt ihn nochmal kurz an und setzt ihn richtig auf, damit beim Verrutschen nichts beschädigt werden kann und die Wärmepads auf ihrer Position bleiben. Aber seid vorsichtig beim Anheben, kann es sein, dass die Pads am Kühler hängen bleiben. Deswegen setzt ihn einfach beim ersten Mal richtig auf. Wenn der Kühler richtig sitzt, muss er gedreht werden. Das ist ein wenig schwierig, vor allem da die Kühler in der Dicke nicht ganz zwei Slots einnehmen und dadurch die Frontblende höher ist, außer ihr habt eine 1-Slot-Blende. Und da der Kühler noch nicht verschraubt ist, würde er einfach herunterfallen. Deswegen legt den Kühler entweder auf in den Karton, zum Beispiel den der Grafikkarte, oder wenn es gar nicht anders geht, auf den Luftkühler, den ihr gerade abgeschraubt habt. Wenn ihr einen Kühler ohne Backplate habt, wird der Kühler jetzt direkt verschraubt. Wenn ihr jedoch ein Backplate habt, kann es sein, dass ihr jetzt nur ein paar Schrauben befestigen müsst. Und das ist zum Beispiel bei EK der Fall. Aber in diesem Beispiel hier mit dem AlphaCool GPX Kühler wird erst das Backplate aufgesetzt und dann alles verschraubt. Dort müsst ihr wiederum genau in eure Anleitung reinschauen. Bevor aber das Backplate aufgesetzt werden kann, müssen wir erst wieder alle Wärmepads aufbringen. Auch hier nochmal
Das ist bei fast jeder Grafikkarte etwas anders. Haltet euch einfach an eure Anleitung und vergesst auch hier nicht, die Schutzfolie wieder zu entfernen. Wenn alle Pads installiert sind, könnt ihr das Backplate aufsetzen und letzten Endes verschrauben. Manche sagen, man soll dabei von außen nach innen arbeiten. Ich bevorzuge es erst, die Schrauben um die GPU, also um den Kern, leicht anzuziehen, damit dort nicht mehr allzu viel verrutscht werden kann. Und dann den Rest aber nur ganz leicht, denn wenn alle Schrauben drin sind, schrauben wir sie nach und nach über Kreuz fest, damit sich eben der Druck gleichmäßig verteilt. Wechselt hier einfach von Schraube zu Schraube und zieht sie jeweils um eine halbe Umdrehung an. Solange bis alles fest ist, aber auch hier gilt, weniger ist mehr. Es sollte alles so schön festsitzen, dass die Schrauben nicht locker sind, nicht wackeln. Aber keine Gewalt hier anwenden. Damit macht ihr in der Regel mehr kaputt, als es hilft. Und eigentlich sind wir dann jetzt auch schon fertig. So, ihr seht, es ist alles gar nicht so schwierig, aber es ist natürlich ein gewisser Nervenkitzel dabei, gerade wenn man das erste Mal macht. Sagen wir, ihr habt eine 980 Ti, dann sind wir bei 700-800 €, was ihr da an Hardware ein bisschen aufs Spiel setzt. Aber grundsätzlich werden Grafikkarten immer nach diesem Schema umgebaut. Kühler weg, alten Pads runter, sauber machen und dann nach Anleitung die neuen Pads drauf. Und die Wärmeleitpasche drauf, den Kühler aufsetzen und dann verschrauben. Und wenn ihr halt ein Backplate dabei habt, dann halt mit dem Backplate verschrauben. Und wie gesagt, in der Anleitung, bei den Backplates gibt es ein bisschen Unterschiede. Bei manchen werden zum Beispiel 3-4 Schrauben festgeschraubt, dann kommt das Backplate drauf und dann wird der Rest verschraubt. Hier bei dem AlphaCool Kühler wird erst das Backplate aufgesetzt und dann alle Schrauben festgezogen. Aber im Grunde genommen ist es easy going und die Wasserkühlung ist eben am effektivsten bei der Grafikkarte. Und deswegen ist natürlich das Interessanteste bei einer Wasserkühlung. Die CPU macht man natürlich meistens mit, weil eine Wasserkühlung nur für die Grafikkarte sieht meistens auch ein bisschen blöd aus. Aber den großen Effekt haben wir wirklich bei den Grafikkarten. Und es ist halt so, dass es ein bisschen Nervenkitzel dabei ist, wo ich meine zwei GTX Titan umgebaut habe, beziehungsweise meine erste, da ging mir ordentlich der Zunder, weil das war zu dem Zeitpunkt eben noch eine 1000 € Karte und ja, selbst als ich davor schon Kühler umgebaut habe, zum Beispiel meine GTX 680, die lief auch auf Wasser, da ging mir auch der Puls, aber dann bei der Titan ging es halt nochmal ordentlich mehr. Ich hoffe, ich habe verstanden, wie man so eine Grafikkarte umbaut und es hilft euch weiter. Wenn ja, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst ein Abo da. Und in diesem Sinne, ade, wasche.